hier raus. Ja. Okay. Sieht schon mal gut aus. Und dann schauen wir uns das neue Teil an. Ja. Upsa. Nehmen wir gleich auf. Schaut mal. Und es gibt uns schon Hinweise, ja, wie der verrastet ist. Damit können wir im Moment noch nichts anfangen, aber das wird sich noch finden. So, Scherben bringen Glück. Ja. Fängt schon an, eklig zu werden. Okay. Aber mit ein bisschen Mut funktioniert's. Kaputt machen können wir ja nicht mehr viel. Jetzt müssen wir die beiden Kontakte für die Heizung lösen. Das seht ihr hier, die zwei Kerlchen. Okay, danke dir. Ja. Hier gibt es kein Plus und kein Minus. Aber wir machen es trotzdem wieder so dran, wie es war. Und jetzt wissen wir auch schon, was das hier ist. Kannst du mal hier filmen, wenn du möchtest. So, erstaunlicherweise, beim Originalteil hat eins gefehlt. Ja. Wir versuchen jetzt erstmal beide zu montieren. Uiuiui. Ui, ui. Da ist ein bisschen Kraft vonnöten. Ihr seht, es muss da unten einrasten. Ja. Klack. Hast du drauf? Mhm. Cool. Und wir machen mal beide. Ja. Ich hoffe, wir machen da nichts falsch. Aber wenn wir jetzt einen Fehler machen, ist er kaputt. Zack. Okay, here we go. Ja, wir schließen wieder die Heizung an. Die Steckkontakte nie am Kabel greifen. Ja. Ja, einmal. Zweimal. Und immer schön so drauf schieben, damit die Kontaktierung hier nicht verletzt wird. Und jetzt sind wir einfach mal mutig. Und jetzt bitte ich dich mal, die Spiegelverstellung zu betätigen. Ja, Freunde, das war's schon. Ja. Also, kommt mal wieder auf meinen Kanal und viel Erfolg bei eurer Reparatur.